Ja, ich habe mit 5 Jahren angefangen, im Tor damals noch, als kleiner Steppke. Dann ging es weiter zu einem etwas größeren Verein, zu Union Berlin. Von da aus bin ich dann mit 15 zu Hansa Rostock aufs Internat gewechselt, habe dort meine ersten Spiele in der Lizenzmannschaft gemacht, bevor ich dann nach Bremen gewechselt bin, zum SV Werder und dann zu St. Pauli nach Hamburg. Und nun bin ich hier beim Kleeblatt. Am wohlsten fühle ich mich vor der Abwehr, wenn ich das Spiel vor mir habe, wenn ich die Angriffe mit einleiten kann, da ich denke, dass ich ein ganz gutes Passspiel habe und meine Vorderleute, die in der Offensive ihre Qualitäten haben, gut einsetzen kann, meine Kollegen auch von hinten raus unterstützen kann mit meiner Kommunikation und ihnen einfach den Rücken frei halte. Und das kann ich im Zentrum am besten machen und da fühle ich mich auch am wohlsten. Von der Stadt Fürth habe ich bisher noch nicht allzu viel gesehen, muss ich ehrlich sagen, da wir ja auch die meiste Zeit mit dem Training beschäftigt sind, was auch gut so ist in der Vorbereitung und auch ja im Trainingslager waren in Österreich. Und das wird sich sicherlich die nächsten Wochen und Monate ergeben, da ich ein bisschen mehr sehen werde. Der erste Eindruck vom Verein auf alle Fälle sehr positiv, von der Mannschaft, ich wurde sehr gut aufgenommen. Die Leute, die ich bisher kennenlernen durfte, sehr sympathisch, sehr nett zu mir und das macht mir das Ganze auch sehr einfach. Ja, Kleeblatt-Fans, Tom Trübel, Nummer 39. Wir werden uns in Zukunft häufiger über den Weg laufen, ob beim Training oder im Stadion, und auf eine erfolgreiche und gute Saison.